Die sind einfach so genial, auch diese Tänzer. Und Ja, deine, ah, der hast du Frosch. einen Schlüpper über die Augen? Nee. Ich will ja, dass der Frosch weiterkommt, Ninja unbedingt. Turtle. Ninja Ja, stimmt. Frog. Ach, das ist Ninja Ninja Frog. Frog. Ja. Ninja Frog? Stimmt, der Baum Oder hat nur ist noch das so eine irgendein Schale. komischer BH? Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Quack, quack, quack. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There was funky Chinamen from funky Chinatown. They were tipping them up. They were tipping them down. It's an ancient Chinese song, and everybody knew their part. From a feigning to a sip, and a kicking from the hip. Everybody was kung fu. A little bit frightening. They fought with expert timing. There was Funky Billy Chin and little Sammy Trump. He said, here comes the big boss. Let's get it on. He took the power, made a stunt, started swaying with the hand. Some motion make me skip. How we been brother Chip. Everybody was kung fu. A little bit frightening. Make sure you expert timing. Take your scores, he's a hoop. What comes from Boston, that call? What comes from town? Quack, quack, quack. Sehr gut! Sehr gut! Auch ein Riesenapplaus bitte! An die Stand-up-Flamingos! Oh Mann! Ninja Frog! Was ist los? Und der Ninja Frosch hat uns was mitgebracht, nämlich ein Live-Indiz. So, wir sehen eine Palme aus Plastik, natürlich. Aha, super. Und wir sehen eine, was haben wir denn hier? Was? Eine Sardinenbüchse. Eine grüne Sardinenbüchse. Eine grüne Sardinenbüchse. Und es stinkt selbst zu. Boah. Selbst zu stinkt eine grüne Sardinenbüchse. Lieber Frosch, möchtest du uns dazu noch was sagen? Dann bitte jetzt. Für die einen ein ganz kleines Quack, Quack. Für die anderen ganz viel Liebe. Aha, ha. So wie Love Island, jetzt weiß, oder jetzt was? Wissen wir es. Love Island, nee, damit möchte ich nichts, nee. Bitte. Eine kleine Sardinendose, also wenn jemand auf kleinem Raum irgendwie zu Hause ist, dann wäre es tatsächlich wie Galt Boning, da schläft ja überall, der würde auch in einer Sardinendose. Aber ich finde, so eine Sardinendose sieht auch aus, grün, viereckig, wie ein Fußballfeld. Und deswegen stützt das meine Theorie von Pierre Lipanski. Ja, aber wenn die wirklich so stinkt, wie du sagst, da fällt mir nur ein Mief. Ah! Mief! Oh. Und jetzt, pass auf, Elton. Ja? Jetzt, pass auf, jetzt kommt eine Kombination. Die Doofen, das waren, Olli. Die waren Vorgruppe von Bon Jovi. Vorhin hat
Frosch angefangen. Danach kam Anubis mit einem Lied von Bon Jovi. Ach, vor Frosch. Verstehst du? Er hat ja vor Anubis. Also vor Bon Jovi Lied. Du bist krank. Das ist krank, aber es ist genial. Deswegen, hey. Muss es Olli Dittrich sein? Deswegen muss Olli Dittrich sein. Ja, ich bleib dann beim Wiegel. Ich bleib, bleib bei Wiegel, ja. Weil das so, jetzt war es jetzt. Aber was hat jetzt die Palme damit zu tun? Das weiß ich allerdings auch nicht. Guck mich nicht so an. Ich habe das nicht mitgebracht, das hat der Frosch mitgebracht. Hm? Ey, pass mal auf, Frosch, ich habe die Haare offen. Ich kann mich auch zur Prinzessin verwandeln. Also ich küsse dich und dann wissen wir es. Oh. Das wäre jetzt geil. Das fände ich auch cool, wenn du den küssen so, Ich weiß es aber immer noch nicht. 100% bin ich mir nicht sicher. 100% nicht. Weil diese Sardinen mit der Palme, das ist so. Aber warum Sardinen? Also riechen okay, Mief, aber warum Sardinen? Da komme ich jetzt nicht drauf. Warum? Das könnte auch irgendwas anderes sein. Weil Wiegand war doch nicht in Sardinien oder hat Sardinen irgendwas. Ja, aber Sardinen hängen doch auch immer irgendwie so ganz so, wie in einer Sardinenbüchse hängt man irgendwie so ganz eng aufeinander. Zusammen. Wie in einer Umkleidekabine vom Fußballstadion. So, siehst du? Aber Sonja, kann es sein, dass es Pierre Lebarty ist? Aber Palme, guck mal, war diese Person vielleicht im Dschungelcamp? Hast du da vielleicht ein paar Namen? Oh, ich vergesse die immer. Auch die muss man sich aufschreiben. Ja. So, auf jeden Fall, Frosch, das war großartig. Oh, großartig. Danke, lass das alles hier. Das hat uns definitiv nicht geholfen, aber macht ja nichts. Danke, lieber Frosch. Ninja Frog.